Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind ja letztes Mal hier angekommen und sollen ja Tamara und ich glaube Anna, also Tochter und Frau vom Baron finden. Ja, und dann gucken wir uns mal um. Wir sind ja hier jetzt noch beim Festsaal. Ich glaube, hier finden wir jetzt wenig irgendwie, was uns tangiert oder was uns zumindest irgendwie eine Fährte geben könnte. Ja, ich glaube, wir müssen stumpf dem Baron folgen. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. Du da, So ein Weißer. Trophäe. Jetzt hast du wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Okay. Na, erstmal ein Pfeifchen. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Hier haben wir schon Ein das erste. Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Natürlich nehmen wir das mit. Alles unseres, ne? Wir müssen ja irgendwie auch entlohnt werden, wenn wir hier schon so einen Scheiß machen. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück oder hofft es. Okay. Was hier? Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Welche Bild denn? Ach, der da. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Da gucken wir uns das doch mal an. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Oh, ein Kampf, okay. Da wird es doch bestimmt hier irgendwelche Spuren, Kratzspuren oder sonst irgendwie wird die. Ah, okay, nochmal untersuchen. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Okay. Toussaint, ja, Hervé-Lys. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Oha. Dumm ist der ja nicht, ne? Oder haben wir auch noch ein bisschen was? Ja, wir sind ja eben arm. Wer geht denn so hier durch? Ja, der war da besoffen, Alter. Wer denn so hier taumelt? Das ist ordentlich hackerdicht, ey. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Nö. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Ein Talisman, okay. Fichtenholz. Riecht nach Wacholder, Weihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Okay. Was? Du da, Weißer, hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Eigentlich nicht. Na, Suche beendet? Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Hervé-Lys? Oh, verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du?
Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Nee, irgendwie lügt er. Der weiß mehr. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Putzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Immer noch nicht, nein. Okay. Sorry. Ich würde gerne mal Charakter noch mal ein bisschen gucken. Anna Strenger, beim Besuch in Krenfels traf Gerard Anna Strenger nicht an. Die Frau des blutigen Barons. Ihr habt's auch gesehen, ne? Sie war ebenso wie seine Tochter Tamara einige Zeit vor der Ankunft des Hexers unter unklaren Umständen verschwunden. Gerard erhielt jedoch eine ausführliche Beschreibung der Vermissten. Anna war eine gut aussehende Mitte-40erin mit grünen und rabenschwarzen Haaren, das sie in einen straffen Knoten trug. Okay. Vielleicht können wir das hier auch mal denn so lassen, ne? Mit Cyrilla, das können wir uns denken, ne? Was da so ist. Und der blutige Baron, bei seiner ersten Begegnung mit Baron Philipp Strenger, überrascht Gerard die zahlreichen Widersprüche des Mannes. Der ehemalige temerische Soldat war ein Wendehals, der nach den krachenden Niederlage seiner Armee die nilfgaardischen Besatzern dient und mit ihnen verhandelt hatte. Die örtlichen Bauern nannten ihn den blutigen Baron, was nahelegt, dass er seine Vasallen nicht gerade mit Sandhandschuhen anfasste. Andererseits war er überraschend gastfreundlich einen unerwarteten Besucher gegenüber, den er nicht kannte und der zudem ein professioneller Monsterschlechter war. Ferner standen das banditenartige Erscheinungsbild und der schreckliche Spitzname des blutigen Barons im Widerspruch zu seinem Umgang mit Frauen und Kindern, für die er aufrichtig und fast väterliche Sorgen zeigte. Ciri hatte dies selbst herausgefunden, als sie unter dem Dach Zuflucht und Obhut fand. Im Gegenzug für Informationen über Cyrilla verlangte der Baron von Gerard Hilfe bei der Suche nach seiner Frau Anna und seiner Tochter Tamara. Beide waren vor einiger Zeit spurlos verschwunden und der Baron verlor allmählich die Hoffnung, sie jemals wiederzusehen. In solch einer Lage war der Hexer natürlich ein Geschenk der Götter. So, den Weideler wollte ich eigentlich noch. Okay, mal, wir haben hier noch Eredin und so, ne? Wie es häufig bei Beschwörungen, Wahrsagern, Heilern und anderen spitzfindigen Bewohnern auf dem Land der Fall ist, war der Weideler von Schwarzweig ein geheimnisvoller Mann, um den sich zahlreiche gezählige Gerüchte und Legenden rankten. Einige besagten, er könnte mit den Toten reden, andere, dass er mit Gräbern vertraut sei, da er als junger Mann während eines Wutanfalls seinen Vater eine Axt in den Kopf gejagt hätte. Andere wiederum behaupten, er hätte eine unangemessene Vorliebe für Stalltiere. Diese ganzen Gerüchte sorgten unter den Bauern im abgeschiedenen Wehen für große Angst und Respekt. Und der Weideler unternahm nichts, um sie vom Gegenteil zu überzeugen. Eredin. Wer ist eigentlich Eredin? Ach, der ist der König, okay. Der Name des Königs der wilden Jagd, den Herrn der Albträume, des Wesens hinter der grässlichen Maske, blieb lange unbekannt. Mit der Zeit aber fügten sich bruchstückhafte Hinweise zu einem vollständigen Bild unseres Feindes. Doch das Grauen, für das er stand, konnte das nicht mindern. Einst war die wilde Jagd einer der besten Kavalleriebrigaden der Aenelle
des Erlenvolks. Ihr Anführer war der vom Ehrgeiz zerfressene, unbarmherzige König Eredin Breckglas, der über geheime Pfade durch die kalte Leere zwischen seiner Welt und der unseren verkehrte, um hilflose Menschen als Sklaven in seine Heimat zu verschleppen. Nun machte der Jagd auf Cyrilla, deren Kräfte er sich zunutze machen wollte, doch ein Hindernis stand ihm im Weg. Ich. Wir. Wir alle. Okay. Naja, da haben wir ein bisschen was erfahren. Aber der Baron meinte doch, hier ist auch der Zimmer von Ciri und so, ne? Da wollen wir doch mal hin. Nee, ah, das ist das Zimmer. Okay. Ach ja, fahren wir Treppen hoch. Okay. Das hier jetzt Ciris Zimmer? Ich hoffe doch. Also hier können wir natürlich ordentlich was machen, ne? Ordentlich an Geld. Oh, Weihrauch, rostiger Schlüssel. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Ich weiß das noch nicht. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Okay. Familienangelegenheit. Brief an Tamara. Hätte ich erst hier reingehen müssen? Ich weiß nicht. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen, um mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von sich selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit, gegen Perversion und verabscheidungswürdige Praktiken aller Art. Oha. Das klingt ja ganz komisch irgendwie, ne? So, was ist hier noch los? Das ist ein bisschen duster. Okay, hier ist dann eine Küste. Puppe, Naschwerk. I love Naschwerk. Und? Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Okay. Ja, aber jetzt haben wir ja nicht so viel gefunden, ne? Ach, hier. Haben wir wieder eine Spur. Verfickte Kater. Ja, denn nicht so viel saufen, mein Freund. Aber jetzt müssen wir ganz nach unten. Bam, 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 bam. Rettetetetete. Hol den Sonderling raus! Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Okay. Was ist denn der Sonderling? Ich klau hier einfach alles, weil ich bin ein armer Hexer. Ich hab nicht viel. Oh. Was war denn das für ein Trick? Ich wollte ja gar nicht rein. Nein, 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 nein. Alter. Was war das für ein Trick? Ich... Jetzt habe ich zu tief irgendwie was gemacht. Boah, ey, echt jetzt? Verpiss dich, sonst mache ich dich platt. Naja, wahrscheinlich. Ich habe schon gezeigt, was ich mit euch mache. Ey. Oh nein. Ich komme hier echt nicht raus. Ich will jetzt nicht laden, deswegen. Hast du irgendwas vor? Okay, ja, ja. Jetzt muss ich ja eh laden. Ja, ja. Ich hab's ja verstanden. Oh Mann. Scheißecke. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. So, okay.
Jetzt machen wir das normal, plus ich gehe da nicht mehr hinten rein. Nee, denn lassen wir das letzte eben halt, ne? Ich finde die Geschichte ja immer so ganz cool, ne? Dass im Ladebildschirm so, naja, was heißt, nochmal auf die Fährte gebracht wirst, aber zumindest, dass das nochmal alles so erzählt wird, ne? Obwohl wir ja eigentlich der Schritt voraus sind, ne? Ich glaube, wo sie ja bei dem Baron ankam, ne? Und den Wolfskönig da getötet hat, da kam sie schon von dem Moon. Deswegen machen wir jetzt eigentlich wieder, ja, was heißt rückwärts, aber zumindest gucken wir uns das Ganze rückwärts an, ne? Okay, den Schlüssel haben wir nicht. So, bin ich mal gespannt, wo das so richtig hinführt jetzt hier, der Gestank. Also auf jeden Fall denke ich mal irgendwie nach hinten. Wir gucken erstmal hier rein, Lucky Lucky. Gucken, was hier los ist, ein bisschen Zwergenschnaps und so. Hm? Ja, du bist besoffen, du Vogel. Na klar. So, da könnten wir wahrscheinlich raus. Aha, aha. Versteckte Wege hier, ne? Ja, die brauchen nur Essen hier, die brauchen auch keine Becher, weil die saufen ja eh nur die ganze Zeit. Leere Flaschen brauchen die eh nicht, das sind ja die Hinterlassenen. Okay, dann geht's hier rein. Aufgeschlossen. Okay. Das sieht aus wie ein Schrein da hinten irgendwie. Okay, irgendwie leuchtet es ja ganz schön viel. Ein Gebet. Ein Gebet. Ewiges Feuer, das du unseren Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde, gewähre deinen Freunden deinen Schutz, gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Boah, okay, aber die haben den nicht gemocht. Ich sagte, der erzählt nie alles, irgendwas stimmt Alter, da nicht. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Das war ja irgendwo logisch, oder? So. Aber können wir jetzt ja nochmal mit dem alten Sack reden? Wir müssen ja eh noch irgendwie Ciris Raum finden. Oh, irgendwas war da? Was war da? Ja, natürlich nehmen wir noch. Ja, natürlich nehmen wir alles mit. Haben wir so viel übersehen hier? Mal Zwergenschnaps brauchen wir eh immer für die Herstellung unserer enorm vielen Tränke, die wir so brauchen. Hol den Sonderling raus. Ach so, wir haben gar nicht hier geguckt. Wo kommt? Na und? Also kommt man musst jetzt du jetzt hier gehen und ihn wecken. Ach so, hier waren wir nämlich noch gar nicht. Alte Schafsfell, immer wichtig. Ich hab gehört, die brauchen das halt nicht. Nö, das war denn. Ist hier nur so eine Vorratskammer. Okay. Und hier? Hier waren wir ja schon, ne? Moin. Und hier kann man ja nicht rennen, weil abgeschlossen. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder nach oben. Der muss ja irgendwie hier von Ciri. Ah ne, das ist vom Baron. Okay. Schon wieder verwechselt. Was ist das hier? Das für eine Kajüte? Zimmerservice. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Nein, ich muss die Pfandflaschen mitnehmen. Da geht's, denke ich mal, ganz nach draußen. Ciri war also hier. Okay. Was ist denn das? Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Woher weißt du das? So, hier die... Die müssen Ciri gehört haben. Kaputten Klamotten. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Das kann wohl? Achso, hier kann ich nur so verstauen. Und das will ich aber ja nicht. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her?
Ich weiß das nicht. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einen anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit dem verfluchten Objekt verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt sich Madame Amelie van Leons Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstrebung von Einseins mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Das kann wohl sein, aber ich glaube, jetzt mehr ist hier drinnen nicht. Okay. Geh zur Küche und sprich mit Greta. Die Küche ist hier gleich gegenüber. Das hier ist eine Tür, wo wir gar nicht durchkommen. Okay. So. Dann schauen wir mal hier, so was so schön ist es. Hier können wir ein bisschen was aufnehmen. Bärenfell. Ja, die haben ganz schön viel Fell hier, ne? Scheint. Tötest du die Monster? Alle? Wintervorräte zu sein. Ach, da ist er ja. Oh, die macht aber viel. Die chillt erstmal. Passt du hier auf die Pfandflaschen auf oder was machst du? Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Siri hat mir von dir erzählt. Aha. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Siris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Siri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Du und Siri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Geile Information. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Okay. Ja, soll sie auch so machen. Ja, super. Ja. Also zumindest haben wir Erfahrungspunkte gekriegt, ne? Schlau sind wir jetzt nicht wesentlich geworden. Ich würde gerne auch ein bisschen Hasenbraten essen, was da rumhängt. Aber das darf ich nicht. Ne? Manche halten das für widerlich. Ich esse Fleisch gerne. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nächstes Mal zum Weidela. Und das heißt natürlich, heute ist Ende. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.